Eines will ich klar sagen. Es ist völlig richtig, dass es auch in Zukunft unsere Aufgabe ist, den Terrorismus zu bekämpfen, ISIS zu bekämpfen, den Islamismus zu bekämpfen. Das ist völlig klar. Aber es hat natürlich gibt überhaupt keine Berechtigung, eine Weltreligion jetzt pauschal ins Abseits zu stellen und zu attackieren, sondern Auswirkungen, konkrete, die wir sehen, müssen wir uns anschauen. Und da gibt es natürlich einen Punkt, da stimme ich Ihnen zu. Ich habe sehr viel Kontakt mit einem der wichtigsten theologischen Führer des Islam, mit dem Großscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo, Al-Tayyib, und der sagt zu mir, hören Sie bitte auf, mit mir darüber zu reden, dass der Islam durch die Aufklärung muss. Wir wollen nicht durch die Aufklärung, denn bei der Aufklärung ist das Ergebnis gewesen, dass der Staat über der Religion steht und es bei uns muss die Religion über dem Staat stehen. Und das ist natürlich ein grundlegend anderes Verständnis. Nur aus diesem grundlegend anderen Verständnis jetzt zu sagen, dass der Islam grundsätzlich den Terrorismus bringt, das ist überhaupt nicht der Weg. Sondern ich muss ja, wenn ich mit Muslimen reden will und sie davon überzeugen will, dass sie den mithelfen, den Terrorismus zu bekämpfen, kann ich sie nicht alle auf die gleiche Ebene stellen. Und deswegen wären solche Äußerungen, wie der Sicherheitsberater sie gemacht hat, dem Ziel, die friedlichen Muslime von denen zu trennen, die ganz anders sind, nicht gerecht.